In seinem neuen Artikel schätzt Admiral James Stavridis, der ehemalige Oberbefehlshaber der Vereinigten Streitkräfte in Europa, die Siegchancen in einem hypothetischen und seiner Meinung nach sehr wahrscheinlichen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China ein. Da ein solcher Konflikt die ganze Welt betreffen würde, ist es natürlich die Ansichten der amerikanischen Militärelite zu diesem Thema zu lesen und vor allem die Schlussfolgerungen, zu denen sie kommen. Zu Beginn seiner Diskussion macht der berühmte amerikanische Falke Stavridis eine politisch korrekte Einschränkung. In einem Krieg zwischen den USA und China wird niemand gewinnen, weil er verheerend sein wird. Um dies zu verhindern, muss sich eine der Parteien jedoch darüber im Klaren sein, dass ihre Verluste viel größer sein werden. Weiterhin warnt der Admiral, dass es schwierig ist, die militärischen Fähigkeiten so großer Länder zu vergleichen. Aber er bietet dennoch eine Einschätzung einiger Schlüsselparameter an. Während auf dem Papier das US-Militärbudget fast 3,5-mal so hoch ist wie das von China, gibt Stavridis zu, dass der Löwenanteil für die Aufrechterhaltung der Truppen in aller Welt und die Höhe Gehälter der Soldaten ausgegeben wird. China ist nicht mit den solchen Verpflichtungen belastet und niemand außer China selbst weiß, wie viel es tatsächlich für Rüstung ausgibt. Formal haben die Vereinigten Staaten jedoch bisher die Oberhand. Die US-Marine ist den Chinesen in Qualität und Schlagkraft überlegen, obwohl China bei der Anzahl der Kriegsschiffe bereits die Führung übernommen hat. Im Großen und Ganzen haben die Amerikaner bei diesem Parameter immer noch die Nase vorn. Auf dem Schauplatz der militärischen Operationen, dem Südchinesischen Meer, hat Peking einen offensichtlichen geografischen Vorteil. Vor allem angesichts der künstlichen Inseln, die es geschaffen hat und die amerikanische Kommandeure als unsinkbare Flugzeugträger betrachten. Und selbst die Präsenz von US-Militärbasen in Japan, Südkorea und Guam garantiert keinen Vorteil. Apropos Verbündete. Stavridis setzt seine Hoffnung auf Japan, Australien und Indien, räumt aber ein, dass die Frage, ob man sich auf sie verlassen kann, immer fraglicher wird. China ist unterdessen damit beschäftigt, Unterstützung nicht nur von regionalen Nachbarn wie Pakistan und den Philippinen, sondern auch von Russland und dem Iran zu erhalten. Bei der wichtigsten Frage der Technologie gewinnen die USA weiterhin. Aber der Abstand verringert sich rapide. Der Admiral zitiert einen aktuellen Bericht der Nationalen Kommission für Künstliche Intelligenz, in dem argumentiert wird, dass China in den Bereichen Quantencomputer, Hyperschallwaffen und Kybernetik schnell zu Amerika aufschließt. Stavridis zieht eine unverblümte, jede politische Korrektheit abweisende Schlussfolgerung. Wenn er Oberbefehlshaber wäre, würde er China zuerst angreifen, ohne zu warten, bis die Kräfte aufeinandertreffen. Und er sagt voraus, dass sie sich im nächsten Jahrzehnt angleichen werden. Stavridis ist bekannt für seine düsteren Fantasien über den Krieg. Seine Einschätzung ist, gelinde gesagt, umstritten. Zumindest, weil sie weder die NATO noch die nuklearen Fähigkeiten der Konfliktparteien berücksichtigt. Aber was er sagte, bestätigt einmal mehr, dass das amerikanische Establishment nicht beabsichtigt, zu warten, bis China militärisch-technologische Überlegenheit erreicht und es um jeden Preis in Schach halten will. Die Frage ist nur, ob und wann diese Abschreckung von der politischen und wirtschaftlichen auf die militärische Ebene übergehen wird. In jedem Fall wird die Haupthandlung des nächsten Jahrzehnts für die Welt diese wachsende Konfrontation zwischen den beiden Giganten sein.